Hey, willkommen zurück am Donnerstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute soll es darum gehen, wie du Anziehung bei Frauen aufbaust, beziehungsweise wie du Anziehung bei den heißen Frauen aufbaust, die du dir wünschst. Und da möchte ich zum Start einfach erstmal mit einem der größten Mythen oder der größten Lügen auch aufräumen, die das Thema Anziehung aufbauen betrifft. Denn es gibt sowas wie Anziehung aufbauen überhaupt nicht. Es gibt nicht den einen magischen Satz, den du auf dieser Tonart mit dieser Stimmlage sagst und dann ist sie in dich verliebt und fühlt sich von dir angezogen. Das gibt es nicht, aber das ist etwas, was dir viele Marketingmenschen oder auch andere Coaches, andere Flirtcoaches verkaufen wollen, weil es sich eben gut verkauft. Es verkauft sich halt gut, dir zu sagen, wenn du diesen Techniken lernst, dann kannst du jede Frau anziehen. Das klingt natürlich super, das möchte jeder gerne, aber es ist nicht die Realität. Ja, die Realität ist, dass wenn das Anziehungslevel einer Frau von Anfang an nicht groß genug ist, dann kannst du kaum Dinge machen, um das Ganze zu ändern. Ja? Im Umkehrschluss heißt es aber auch, dass Anziehung nicht auf Knopfdruck weg ist. Das heißt, wenn du einmal was Falsches sagst, sowas gibt es gar nicht, dann wird die Anziehung nicht sofort weg sein. Klar, wenn du auf Dauer dich auf gewisse Art und Weise verhältst, wird die Anziehung zu dir, die sie spürt, weniger werden, wird sie sinken. Aber da kommen wir gleich noch genauer zu. Was du also erstmal verstehen musst, dieses Anziehung aufbauen mit Taktiken, mit Tricks, mit gewissen Techniken, das gibt es gar nicht. Du musst viele Frauen kennenlernen, um die Frauen auszusortieren, die von vornherein sich genug von dir angezogen fühlen, weil mit den Frauen wirst du geile Dates haben, mit den Frauen wird es einfach sein, mit den Frauen wirst du Spaß haben, du wirst geilen Sex mit denen haben und auch tolle Beziehungen mit denen führen können. Mit Frauen, die nicht genug Grundinteresse haben, hast du nur Probleme, langweilige Gespräche, langweilige Dates, ihr kommt irgendwie nie zum Sex, nie zu körperlichen Dingen, weil sie eben nicht genug Grundinteresse hat. Ja, und deswegen musst du da stark aussortieren. Jetzt kommen wir aber zu der Sache, die tatsächlich sowas wie Anziehung erzeugt. Im Grunde erzeugt es keine Anziehung, sondern was du tun kannst, ist, dass du dafür sorgst, dass du ein anziehender Mann wirst. Also nicht Anziehung erzeugen, sondern anziehend werden als Mann, als Person. Und das kannst du auf verschiedene Arten und Weisen machen. Zum Beispiel, stell dir mal vor, du hast einen Kumpel und das ist ein Typ, der kennt ganz viele Leute und veranstaltet regelmäßig riesige Hauspartys, wo er 1000 Leute einlädt und ganz viele Frauen kommen auch. Und auf diesen Hauspartys von diesem Kumpel lernst du immer unglaublich tolle Frauen kennen, lernst interessante neue Menschen kennen und verbindest dich einfach mit denen und das ist super. Also du hast mega viel Spaß, alle Leute haben Spaß. Dieser Mann hat in den Augen von Frauen einen enormen Wert, ist enorm anziehend, er hat einen enormen sozialen Mehrwert. Ja, das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass du einfach eine Person bist, die allgemein sehr viel Spaß hat, die das Leben nicht so ernst nimmt und wenn eine Frau dann in deiner Gegenwart ist, dann hat sie auch ganz viel Spaß, dann hat sie ganz viel positive Emotionen, kann sich entspannen und kann sich mal so richtig fallen lassen. Das kann auch etwas sein, was enormen Wert mit sich bringt. Es geht also darum, dass du anziehend wirst, indem du deinen sozialen Wert erhöhst. Das kannst du machen, indem du viele Leute kennst und dann Partys organisierst. Das kannst du machen, indem du dein eigenes Leben führst und dann auch die Frau führst. Denn wir folgen immer sehr gerne Menschen, die Führung übernehmen, aber die wenigsten Menschen können das. Das heißt, wenn du dich entscheidest, dein eigenes Leben zu führen, dir deine eigenen Ziele zu setzen, dir selbst zu überlegen, was du machen willst in deinem Leben, dann ist das auch enorm anziehend auf Frauen. Und wenn du dann die Frau mit dir führst, mit dir an deiner Seite, kann das eine ganz anziehende Sache sein, weil die Frau merkt, hey, das ist ein starker Mann, der führt sein eigenes Leben, der lässt sich von niemandem unterkriegen. Und das sind Dinge, das sind Teile einer anziehenden Persönlichkeit. Jemand, der das Leben nach seinen eigenen Regeln lebt, jemand, der viele Leute kennt, jemand, bei dem man einfach Spaß haben kann. Werde zum anziehenden Mann und vergiss dieses ganze Anziehung auf Trick aufbauen. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Wir sehen uns am Samstag wieder. Hoffe, du bist dann dabei. Bis dahin wünsche ich dir eine geile Woche. Bis Samstag. Ciao.